welchem Format hast du die Dusche eingeweiht? Wenn da jemand drauf ausrutscht. Wie hoch ist die Gefahr, dass man ausrutscht? Du, ich bin kein Chemiker. Keine Spekulation. Der Samenbeef. Ekelhaft. Was spüre ich denn da für Vibes bei euch? Da bemerkt man halt, wirklich auf Streit aus sind. Und? Mit welcher Berechtigung muss ich mich rechtfertigen? Dann denkt man immer an Billy. Ich sag das, was andere denken. Bin ein bisschen erkältet, macht aber nichts. Folge 2 vom Forsthaus Rampensau 2023 dürfen wir uns nicht entgehen lassen. Denkst du echt noch bei Jasmin und Philipp ist echt nicht? Ich möchte niemandem was unterstellen. Ich kann mir aber irgendwie bei Jasmin und Philipp das irgendwie nicht vorstellen. Ich hab ihn ja ausgefragt. Was hat er so gesagt? Gestottert sehr viel. Es gibt so ein Datum, das ist mir auch sehr am Herzen so. Welches ist das? So, das sage ich nicht. Das Datum. Wenn das echt ist, kommt das aus einer Pistole geschossen. So. Clip your hands. Happy and you know, clip your hands. Clip your hands. Ein echtes Schlagerpaar eben. Ich geh jetzt. Was ein Zufall. Philipp war nach dem Gespräch ganz weiß im Gesicht, ist aber in diesem Fall keine Hommage an den Bachelor, sondern einfach schon mal das passende Outfit, wenn ProSieben die Kandidaten nach diesen Streitereien hier ja alle vielleicht irgendwo einliefern lässt. Aber gleich muss jemand anderes abwaschen. So, ich dachte, ihr wascht jetzt immer ab. Träum weiter. Diese Witze in jedem zweiten Satz. Ich hab noch nie gehört, dass sie überhaupt einen Witz machen. Ja. Ich fand's witzig und glitschig. Der Teller kann jetzt weg. Er hat ja noch alle Gurken im Glas. Der Teller kann jetzt weg, na dann mach ihn weg. Wer? Ich glaub, es geht los. Nein, echt jetzt? Weiß nicht, wann ich das letzte Mal hatte, also außer im Hotel, dass ich mich an so einen gedeckten Frühstückstisch setze. Also schon frech, ne? Naja, also hier die Sugar Daddies, die meinen ja schon, glaube ich, irgendwie, die hätten All-Inklusive gebucht. Das Lachen ist ganz schnell erledigt. Manchmal dauert es ja, bis da oben so ein kleines Licht angeht. Den zeige ich ganz schnell, dass sie nur Übernachtung Frühstück gebucht haben. Matthias legt es einfach darauf an, dass ihn niemand mag. Ist jetzt aber eigentlich auch schon egal. Er weiß halt einfach, dass Trash-Sendungen ohne Leute, die ihn nicht mögen, genauso leer wären wie die Gesichter der Menschen, die das Stand-Up von Matze Knob bei Promi Big Brother gesehen haben. Der Matthias springt nach ein, zwei Sätzen direkt in den Kampfmodus und versteht bei John und Florian, also Erkan und Stefan, genauso viel Spaß wie Thomas Gottschalk bei einem neuen Album von Shirin David. Nimm deinen scheiß Teller und bring ihn weg, du hast doch von deinem Teller gegessen. Fertig, aus, Punkt. Er spurt ja schon. So, Dala, jetzt können wir wieder alles dreckig machen. Ja. Der hat die ganze Zeit gespült, das stimmt überhaupt gar nicht. Er hat sogar meinen Teller mitgenommen und gespült, das ist voll süß. Dann scheinst du anscheinend dich auch bedienen zu lassen. Geh mir nicht auf den Sack heute Morgen. Dann sag es doch einfach. Ja, dieses ganze Hinterrücks, das ist für mich einfach Intrigen auch schmieden. Ach, also wir sind da total offen. Mag ich. Ich lieb's sehr, dass der Aufsprecher genauso viel Bock auf Konfro hat wie wir. Ach Mensch, Natascha, jetzt macht doch mal Matthias nicht die ganze Konfro kaputt. Der Letzte, der so gehasst wurde, weil er mit Wahrheiten um die Ecke kam, war der Schuldnerberater von Erkan und Stefan. Matthias, ey, ne, der verdreht hier alles so sehr. Wenn alle Stricke reißen, kann er nach seiner Trash-TV-Karriere auf jeden Fall beim Glücksrad anfangen. Können wir zusammen duschen. Man würde Zeit und Wasser sparen, ist super gut für die Umwelt. Ich glaube, Freunde, normale Freundin sind sie nicht. Warum nicht? Aber ich bin sehr, sehr vorsichtig, was Frauen in einem Format angeht. So, im Endeffekt geht es auch immer hier um den Titel, so, vielleicht Manipulation etc. Wenn du mir ein Tattoo stechen müsstest, was wäre das? Uns wollen zu wenige, ist wirklich perverse Bilder. Bist du nicht schon Single? Ich bin lange Single. Ja? Brauchst ja mal wieder eine Wartung. Also, dass es einen direkten Zusammenhang zwischen Schwänzen und lockeren Schrauben gibt, das ist ja tatsächlich mit der Teilnahme von Diogo und Flocker hier wirklich hinlänglich bewiesen. Mag sie aber trotzdem beide hier sehr. Leute, es geht hier sofort weiter. Lasst aber direkt schon mal ein Abo mit Glocke da, dann verpasst ihr kein Forsthaus Rampensau mehr und kein Dschungel und. Weiter geht's. Das Spiel hieß, ich habe noch niemals oder sowas. Wenn man es schon mal gemacht hat, dann muss man trinken. Ich hatte noch nie einen Treffer. Treffer bei Flocke und Diogo. Wie unerwartet. Ich sage, mein Vierer ist halt kein Dreier. Ich habe noch nie Füße gelutscht. Oh mein Gott, bist du eklig. Ich habe noch nie eine Person wissentlich ausgenutzt. Ich bin der Meinung, die fahren hier irgendwie so eine komische Strategie irgendwie. Vielleicht mit so einer Love Story oder sowas. Die funktioniert ja. Die machen genau das, was wir gedacht haben. Oha, krass. Guck mal, da hat Beverly einfach mal hier direkt die Taktik verraten. Ob das jetzt so clever war? Beverlys Vorgehen ist, glaube ich, tatsächlich genauso aussichtsreich wie eine Talentshow mit Temptation Island-Kandidaten. So, das mit den Füßen, wer es mag, okay, aber wie und vor allem auch warum hatte denn Beverly ihren eigenen Fuß im Mund? Damit ist sie auf jeden Fall so bemerkenswert biegsam,
wie Flockes Vorhaben, nichts mit Frauen hier im Fernsehen anzufangen. Ich will jetzt erstmal geklärt haben, wenn es VIP-Gebet geht. Ja, richtig. Wenn VIP genutzt wird und die zwei genutzt werden, geht's auch. Ich habe mich halt nur gewundert, dass es heute gar nicht mehr diskutiert wurde, weil ich finde, das ist ein mega wichtiges Thema. Ja. Ja. Es wird einfach so ein Teppich gekehrt, weißt du? Das VIP-Situation, die war gestern wichtig und die stand halt so im Raum, als wäre es gelöst. Respekt davor gehabt vor diesem VIP-Band. Wahnsinn, oder? Das war das absolute Mäuse-Experiment gestern mit diesem VIP. Also ich weiß nicht, ob wir gesellschaftlich als Ganzes schon so weit sind, dass wir das hinter uns gebracht haben. Ist ja ganz interessant, aber warum spricht er jetzt hier plötzlich von Wetten, dass? Mhm. Ich finde es auch schade, dass es keine VIP-Toiletten gibt zum Beispiel. Oh ja. Also langsam merkst du halt, dass Erkan und Stefan oder eben John und Florian echt lange nicht mehr in der Promi-Welt unterwegs waren. Sorry, aber mittlerweile ist echt bekannt, dass es einen VIP-Clou gibt. Und zwar wird so der Backstage-Bereich des Bierkönigs genannt. Herzlich willkommen zum Parcours. Oh, das kann ich aussprechen. Damo. Okay. Einer schiebt halbblind, der andere lotst mit Bällen in der Hand bis zum Dosenwerfen. Und zwar so lange, wie die Uhr tickt. Geht's jetzt echt schon darum direkt? Oh, noch kurz Mama anrufen. Es ist kein Probespiel oder so. Was für ein Probespiel? 1, 2, 3. Body in the brain in the game. Okay. 1, 2, 3. Schnauze! Links. Anderes links. Das ist rechts. Rechts. Ich habe die Links-Rechts-Schwäche. Das habe ich von meiner Mutter. Ich weiß auch nicht, wie ich meinen Führerschein habe. Eine Schwäche dafür haben, links und rechts zu unterscheiden? Oder wie Sarah Wagenknecht das nennt? Karriere. Dass Jada die Links-Rechts-Schwäche ihrer Mama geerbt hat, das ist wirklich halb so schlimm. Bei den Bildern mit Flocke muss man sich eher Gedanken darüber machen, ob sie ganz vielleicht den katastrophalen Männergeschmack ihrer Mama geerbt hat. Weiter, Kopf kannst du anstoßen, der ist nicht wichtig. Ja, sag mal wohl nicht. So. Unsere Promillebrille hat ordentlich Umdrehungen. Jada, du bist hoch, tiefer. Werf mich hoch, nein! Hör doch mal auf! Also du warst zickig, also du warst... Aber es war aus dem Spiel heraus, weil ich habe nichts gesehen. Hast du ein paar Bälle verloren, gell? Ja. Scheiße, das darf nicht sein. Ja, weil... Zwischendurch warst du gar nicht so nett zu mir. Wir sind jetzt auch nicht dumm, aber wir sind schon doof. Naja. Gib mir doch den Ball! Hör auf, mich anzuschreien, Mann! Das Zickige mach ich nicht noch einmal mit. Was? Ich hab dich aber nicht angeschrien, weil ich das Böse meinte, sondern weil du nicht wusstest, wo rechts und links ist. Also, naja, das Spiel läuft im Endeffekt genauso, wie eben die Lebensläufe der Promis aussehen. Durchwachsen. Also, was war eigentlich der Ratschlag von Dani Büchner, als Jada und Joelina sie gefragt haben, wie hoch das Niveau der ersten Sendung sein sollte, an der sie teilnehmen? Tiefer! Wir sehen es hier, ne? Nichts von der Außenwelt mitbekommen und sehr, sehr schnell aggressiv werden. Das Spiel ist quasi eine Simulation, wie Mike Sees sich den ganzen Tag fühlt. So, lieber auf den ersten Blick scheint es wohl noch zu gehen. Ich kenne nur Hass auf den ersten Blick. Was? Ob daraus eine Love Story wird oder die hier drin Sex hätten, weiß ich nicht. Aber ich würde es richtig spannend finden, muss ich sagen. Die denken das wirklich, dass ich was von dir will. Ist ja so, ist ja auch nicht schlimm. Nein. Ja, was ich lieb, das neckt sich. Ich glaube, wenn Mama das sieht, denkt sie auch. Das ist echt billig. Billige Nummer. Wo sind wir hier gelandet? Ich dachte, ich war dir gestern noch sympathisch. Ja, da war ich auch besoffen. Okay, das war jetzt krass. Flocke hat jetzt keine Chance bei dir. Ich vertrage ihn eine halbe Stunde, dann brauche ich auch Abstand. Also ganz normal. Jada hasst offene Konflikte und lautes Schreien. Deswegen probiert sie auch immer, dem so ein bisschen aus dem Weg zu gehen. Genauso wie mit dem Konflikt mit Flocke. Anstatt sich mit ihm zu streiten, sprüht sie sich einfach so mit Parfüm voll, dass er es auf keinen Fall wagt, sich mehr als 50 Meter ihr zu nähern. Du nach einer Zeit Abstand zu Flocke halten, ist komplett normal. So eine eisige Stille passiert ihm ja auch immer, wenn er beim Jobcenter eine Komparsenrolle bei Hilf mir als Qualifikation angeben möchte. Ich glaube, wir müssen spielen. Ich würde sagen, ihr tut schon mal 2 Beatmungsgeräte aufstellen, falls das so viel heftig laufen wird. Ist, ja. Also dann bitte. Gespannt, ich habe Angst, dass erst mal so richtig anbrüllt. Jetzt wieder tätowierte Arme, rum. Ja. Sehr gut, super macht das. Ja gut, dann sagen wir immer tätowierte Arme, ist doch super. Aber wir haben keine Links-Rechts-Schwäche. Na, ich manchmal ein bisschen. Stopp! Viel weit. Ganze Tablette ist umgefallen. Sehr gut. Ich steigere mich da so auch rein und vielleicht habe ich zu viel Tennis geguckt oder so. Gerade auf! Durch diesen Laut habe ich das irgendwie den Ball schneller. Du hast aber eher wie so ein Balljunge geworfen. Sorry. Jetzt haben wir uns einen Kaffee verdient. Es wird schon noch was kommen, was wir können. Auf jeden Fall.
Meine Hoffnung bei den Bundesjugendspielen jedes Jahr. So wie Sam hier schreibt, dachten wir erstmal, er hätte einen Insta-Post von Georgina Fleur gesehen, aber das ist übrigens genau das gleiche Geräusch, was man auch auf den RTL-Fluren gehört hat, nachdem die Mitarbeiter für die diesjährige Temptation Island VIP-Staffel eingeteilt wurden. Ich bin immer so empfindlich, was die Kritik an Philipp betrifft. Wieso? Er hat es nicht verdient. Aber daran siehst du, dass es dir wichtig ist. Ja. Finde ich schön. Mir wäre ja auch gerne mal wieder jemand wichtig. Diogo ist ein ganz ein toller Mensch. Strategie hin oder her von meiner Seite aus war dann wirklich so auch persönliches Interesse. Ich habe irgendwie so das Gefühl, dass jeder sich was warm hält, aber schaut, ob was Besseres kommt. Derjenige sollte liebevoll sein. Liebevoll. Am Ende geht's dann eben doch nicht nur um Fame. Mensch, Beverly, warum bist du so negativ die ganze Zeit? Ich hab die von Beauty and the Nerd eigentlich anders in Erinnerung. So oft, wie sie hier erwähnt, dass sie alleine ist und dabei zu Diogo schielt, wird hier eine Love Story inszeniert, wie Jasmin Herren sich Zugang zu Fernsehstudios verschafft. Eindeutig mit dem Vorschlaghammer. Hey, 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 hinsetzen! Platz 8, John und Florian. Ich dachte, wir hätten gewonnen. Kann man noch Teampartner wechseln? 26,5 Dosen übrig. Ja, warum habt ihr das nicht gleich mit vorgelesen, wenn es draufsteht? Das wussten wir ja nicht. Ja, aber steht jetzt ja drauf. Kannst du nächstes Mal besser machen, wenn du magst. Ja, du brauchst dich nicht gleich so angegriffen. Hab ich nicht, hab's ganz normal gesagt. Ein halb? Wie geht das? Ja, halb. Also, ich kann lesen. Auf ein halb und halb. Sie hat ja auch angefangen mit ihren komischen Gesichtern. Also wenn Gesichter töten können, dann wäre er schon längst tot. Also mein Grab ist, glaube ich, schon gebuddelt. Jetzt üben wir nochmal. Da bemerkt man halt wirklich, dass sie wirklich auf Streit hinaus sind. 9 Dosen übrig. Somit sind Hannah und Cedric beim morgigen Absägen geschützt und können nicht nominiert werden. Dann halt übermorgen. Also wenn Gesichter töten können, dann wäre er schon längst tot. Ist übrigens auch das Mantra jeden Morgen vor seiner neuen Spritze von Harald Glöckler. Also 9,5 Dosen übrig oder wie Ron Beletzky sagen würde. Das ist ja eine Straftat. Das ist anstrengend sowas. Das ist einfach nur ekelhaft. Das ist eigentlich deren Problem. Ach, keine Ahnung. Ich bin so allergisch auf solche gerissen, dummen Aussagen. So. Das passt ihnen nicht, wenn sie ein bisschen Kritik bekommen. Und ich glaube, die sind zu Hause noch sehr behütet. Nichts, lass die Scheiß drauf, sag das nicht so laut. Die können es ja besser vorlesen, wenn man das so selber wählen darf. Also ich bin hier nicht im Zirkus. Fakt ist, sie hat zuerst pumpig geantwortet. Und da lasse ich mir auch nicht sagen, irgendwie rede Beste. Sie kann das nächste Mal gerne selber vorlesen. Und ich hoffe bitte, dass sie sich verspricht. I don't give a shit, ob du Kind von bist, weißt du? Ja, das ist ich. Meine Mama hat mich auch rausgepresst. Und ich, du bist nichts Besseres. Also der ganze Konflikt beruht darauf, dass jemand schlecht vorgelesen hat. Ein Glück ist Cosimo nicht mehr da, die Hütte würde nicht mehr stehen. Oh Leute, ich glaube, wir sehen es jetzt schon, die Dynamik hier wird genauso problematisch wie die Beziehung von Jasmin Herren und ihrem Philipp, also sobald er ein funktionierendes Gehör und keine schalldichte Kabine besitzt. Was spüre ich denn da für Vibes? Mir nichts getan, warum ist die so? Und die Blicke von ihr. Warum fühlst du dich dann so angegriffen? Warum angegriffen? Ja, irgendwie habe ich das Gefühl, dass wenn man dir was sagt, was aber nicht böse gemeint ist, du halt kontern musst. Wieso? Ich habe es gar nicht böse gesagt. Ja, beide, ich weiß, ihr seid noch neu, aber trotzdem. Ne, aber so was hat denn das mit neu zu tun? Eure Antworten. Ihr könnt es beim nächsten Mal, glaube ich, besser sagen. Genau so ist es halt nicht rübergekommen. Ja, es war schon so ein Konter. Und ich denke, ihr könnt es nächstes Mal besser machen, mein Gott. Darf ich bitte aussprechen? Ja. Dass immer so trotzige Kinder Antworten kommen. So wie Sam da hinten sich gerade am Konflikt freut, das sind doch gerade wir alle, oder? Beverly hat auf jeden Fall einen sehr, sehr provozierenden Tonfall drauf, aber die beiden Büchner-Töchter gehen halt oder springen auch krass drauf an. Und das ist halt so, als würden Philipp und Jasmin eine gemeinsame Welttournee mit ihren Songs planen. Also das ist wirklich sehr, sehr unverhältnismäßig zur Ausgangslage. Du würdest nie zu jemandem gehen und sagen, boah, ich mag das jetzt nicht, aber du gehst dann rein und besprichst das. Ja, sie hat mit mir gerade gesprochen, darf sie ja, glaube ich, auch. Also man darf sich ja, glaube ich, austauschen. Das ist schon wieder so eine Aussage. Ich glaube schon, dass sie auch sehr zickig sein kann. Wie reißende Hyänen, die sich bei König der Löwen ums letzte Stückchen Gnu schlagen. Wir wurden auch blöd angeguckt, ehrlich gesagt, von euch. Und das nicht nur seit heute. Ja. Ich glaube, da fehlt noch sehr, sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Und vielleicht ein paar Jahre noch dazu Erfahrung. Also irgendwie schon echt ein bisschen merkwürdig nach den ganzen Wochen bei Beauty and the Nerd müssen doch eigentlich Natascha und Beverly sehr, sehr gut wissen, wie sie mit so einer Situation da richtig umgehen. Aber immerhin sehr schön, dass Beverly so tolle Lebenstipps für die beiden hat. In Sachen Trash ist sie einfach erfahren und bewegt sich da auf gewohntem Niveau wie unser Nico Legert in der Duschabteilung im Baumarkt. Energiewende. Sofort. So, dann kommt mal beide her. Ich glaube, ihr beide braucht eine Ladung. Ist das zum Schnüffeln? Jetzt in beide Hände.
Miss, die Energie zu dir, ganzen Körper. Ja, meinetwegen auch da. Diese Flüssigkeit, die ich da habe, ich weiß, ich kenne mich ja selber nicht so gut aus damit, aber ja, schaden kann es ja nicht. Ich liebe diese Sendung, ohne Scheiß. Was könnte das sein, eine ominöse Flüssigkeit, die positive Energie bewirken soll? Also Patricia Blanco lässt die sich immer direkt in die Stirn von ihrem Doc spritzen. Das ist so ein Zwerg. Ich mag keine kleinen Männer. Kleine Männer gehen gar nicht. Haben kleine Männer auch einen kleinen Penis? Ich hatte nur einen und der war klein. Wie groß bist du? 1,85. Ich hätte es nicht so wahrgenommen. Ich musste einen Perso neu machen. Ich war auch überrascht, dass es so gekommen ist. Also ich bin ja nach wie vor, dass das irgendwie ein, dass sich Jasmin selbst einen Typen für dieses Format gecastet hat. Ich habe andere Prioritäten als ein Sixpack und eine Größe. Im ersten Moment denke ich immer so, ach, mach es lieber nicht. Und dann ist es doch schon ausgesprochen. Dann musst du aber wirklich gut performen, wenn es hier überhaupt nicht auf die Größe draufkommt. Jasmin hat andere Prioritäten als ein Sixpack und die Größe. Ein starkes Geltungsbedürfnis und die Bereitschaft für Trash-TV sind wichtiger. Aber Erik Sinnemann hatte leider keine Zeit. Jasmin hat dem Philipp halt einfach ein Angebot gemacht, was er nicht abschlagen konnte, wenn er hier als Lover mit in die Show kommt. Er bekommt keine Kohle. Jasmin unterschreibt ihm seine schlechte Klausuren, die er aus Angst vor Hausarrest vor seinen Eltern verheimlicht. Ich interessiere mich allgemein immer für sowas. Ich finde es auch ziemlich plump, muss ich sagen. Sind meine Fragen persönlich und direkt? Ja, schon. Ach so. Das ist euer Empfinden, aber in dem Fall nehme ich es nicht an, aber es ist okay. War das aber auch so wirklich, dass du am Anfang so dachtest, also so gar nichts für ihn übrig hattest und dann kam gar das. Wenn so. Du gesagt hast, jetzt auf dem, das war Liebe auf den ersten Blick, hätte ich jetzt auch wirklich gar nicht geglaubt. Nein. Aber für mich ist es immer noch Mama und Sohn. Aber hattest du im ersten Moment so, oh Gott, nee, das kann ich jetzt nicht zulassen, das ist nicht richtig? Klar, Er fragt die ganze Zeit nur uns. Er erzählt mir nichts, ja. Und das finde ich ist aushorchen. Boris Becker bei der Steuerprüfung. Ja, natürlich ist Jasmin total schockiert. Jemand interessiert sich für ihr Leben? Das kann ja nur ein Fake sein. Da geht sie direkt an die Decke und man muss dazu sagen, dass sie nicht so oft den Boden verlässt. Die Gravitation der großen, schweren Gelnägel ist einfach zu hoch. Mit welcher Berechtigung muss ich mich überhaupt über mein Privatleben rechtfertigen? Warum denn? Ja, so ist das Leben, Leute. Nee, aber da, tut mir leid, wenn ich sage, aber dann denkt man einfach immer an Willi. Ich sag das, was andere denken. Du kannst eigentlich nicht noch unterschiedlicher sein. Autsch! Also Jasmin geht mit ihrem neuen, sehr jungen Freund in eine Sendung, inszeniert sich hier als Power-Couple und dann beschwert sie sich darüber, dass jemand da danach fragt. Muss das einen Sinn ergeben hier? Es ist sicherlich das eine, das Ganze in Frage zu stellen, also ob sie ein Paar sind. Aber nochmal eine komplett andere Sache, Willi-Herren dafür zu benutzen, um Jasmin aus der Reserve zu locken. Die Aktion ist wirklich so weit unten, dass sogar Oliver Pocher sie moralisch verwerflich findet. Ich würde sagen, es läuft alles nach Plan. Dass man hier Action machen muss, da muss man halt die Leute auch so ein bisschen gegeneinander mal gucken, wo man mal so ein bisschen da mal Öl ins Feuer schüttet. Ich merke nämlich auch, ich fahre schon runter. Und deswegen muss man heute alles dafür tun, dass es ein bisschen Stimmung gibt. Finde ich auch. Diese Boy-Girls-Fraktion muss heute ein bisschen intensiver werden. Ja. Dafür sind die doch geboren. Richtig. Ich will es manchmal gar nicht wahrhaben. Manchmal denke ich so, dass man jetzt hier eine Kopie von mir reingesteckt. Wer hätte das gedacht, oder? Sam und Matthias haben sich gesucht und irgendwie gefunden. Ist irgendwie so ein Duo, in dem beide sich total ergänzen, aber auch gleichzeitig fiese Ego-Kämpfe ausgefochten werden. Leute, die beiden sind praktisch die Modern Talking des Trash-TVs. Er muss auch mal ein anderes Outfit her wieder. Ja, die sieht ja aus, das ist ja... Ziehst du dich heute auch wieder geil sexy an? Och, sind deine Talente, was hat dich hierher gebracht? Ich täte ja schon frühst die Eier mit High Heels machen, da kannst du aber Gift drauf nehmen. Du, ich wusste schon immer, dass du eine Schlampe bist. Wenn die eine Schlampe zur anderen Schlampe sagt sozusagen, ne? Ja, ich bin eher eine Zirkusdirektorin. Ja, links eine Peitsche, rechts eine Peitsche. Richtig, und einmal auf den Tiger, einmal auf den Panda... Und dann müssen die Gladiatoren in die Arena und für Cäsar und Kleopatra spielen. Also durch Matthias und Sam merkt man halt einfach, was für eine Ikone Desi Rinnick ist. Beide probieren sie so sehr zu imitieren, wirken aber nur wie eine billige Kopie von ihr, die selbst Timo zu billig wäre. Matthias blüht hier neben seiner Mama richtig auf. So, und wie der Zirkusdirektor der Pandas auspeitscht. Ja, Matthias verstrickt sich hier in mehr kruden Vergleichen als der Wendler auf seinem Telegram-Kanal. Mach doch mal ein bisschen Hintergrundmusik. Wow. Oh ja, mach mal was. Doch, ist doch schön. Nee. Wenn scheiße ist, dann können wir immer noch Stopp machen. Jasmin meint's ja nur gut. Einmal singen vor Millionen. Ich find's furchtbar. Ja,
klimperte auf dieser Geige rum? Wann ist dieser Horrorfilm zu Ende? Zum Frühstück Cannabis. Und dann Batterie. Und dann noch ein Disput. Sam sei bitte auf der Hut. Gar kein Problem zu mir, wenn man mir sagt, was Tatsache ist. Erst trinken, dann laut und ein bisschen schief singen. Und dann ist es total emotional. Das heißt ja bei Vox bekanntlich, sing meinen Song. Und natürlich hat der Diogo nichts gegen Leute, die ehrliche Tatsachen aussprechen. Außer es handelt sich um den Arzt, der ihm die Leberwerte und die Ergebnisse des HPV-Tests mitteilt. So, du fickst gerne, du hast gerne deinen Spaß, so, ne? Deine Freundin sitzt ja schon mit den Boys im Pool. Diego wird seinen Ruf schon treu bleiben. Jeden Format eine geklappt. Ich sammle meine Erfahrung, beziehungsweise ich habe schon einiges... Deine Erfahrung sammeln abgestuft. Einiges gesammelt. Ich wollte nur Party haben, es war alles so schön. Sind wir in einem Bootsformat? Nein. Sagen wir einfach, was nicht ist, ja. In jedem Format hast du die Dusche eingeweiht. Und wenn da jemand drauf ausrutscht oder sonstiges passiert, dann ist das nicht so cool. Hast du recht. Sieht er eine Dusche und ich glaube, dann empfindet er einen so Eintrieb. Ich glaube, so kann man es am besten erklären. Und deswegen... Kann ich verstehen, das ist schon rutschig. Ja, das... Da kommt einiges raus, du. Du, das... Ich habe genug Pulver. Gib ihm. Jeden Tag. Da gibt sich jemand so viel Mühe und trotzdem herrscht schlechte Laune hinterher. Na gut, der Diogo kennt das natürlich von seinen One-Night-Stands. Wir haben es richtig verstanden. Wenn Diogo duschen war, dann herrscht eine höhere Rutschgefahr. Alles klar, das bisher Rutschigste war ja das aalglatte Image von Hannah und Cedric. Ich bin ja auch hier, um meine Mitbewohner zu schützen. Da rutsche ich gerne drauf aus. Es gibt da anscheinend viele wichtige Themen, die ich gar nicht so mitkriege. Die lerne ich jetzt erst. Ah, das wird jetzt ins Lächerliche gezogen, aber das ist ja schon ein ernstes Thema. Ja. Mein Gehirn wird porös. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Wie viele sind denn schon ausgerutscht? So als Statistiker. Ich möchte nicht, dass da jemand ausrutscht, dass ich wehtue. Am besten gehst du morgens mit der Zunge da nochmal drüber. Gib doch mal. Wie hoch ist die Gefahr, dass man ausrutscht? Man weiß es nicht, ich war ja noch nie dabei. Das ist reine Spekulation. Ist das jetzt doof, dass ich mich um dir Sorgen mache? Sam gegen John ist aber auch wirklich ein sehr unfairer Wettkampf. Während John halt mit Fremdwörtern wie Spekulation oder Statistik um sich wirft, überlegt Sam noch händeringend, welcher Artikel vor Dusche kommt. Hey, aber natürlich ist unser Sam um die Sicherheit der Anwesenden bemüht. Der Einzige, der hier Menschen zu Fall bringen soll, ist er selbst. Vielleicht sind wir alt genug, um uns selber Gedanken zu machen. Es ist immer sehr viel Spekulation, aber es ist doch besser, wenn man sich vorher Gedanken macht, als wenn es zu spät ist. Bevor der Himmel auf den Kopf fällt. Ja. Ich kann auf jeden Fall aber verstehen, dass Sam das für uns alle gut gemeint hat. Wir sind ja noch junge Leute dabei. Wir möchten uns nicht das Genick brechen in der Dusche, möchten einfach nur normal duschen. Dass ich jetzt hier angefeindet bin, du hast dir so Sorgen gemacht, finde ich total super. Und da wollte ich wissen, wie groß die Gefahr ist. Ja, du, ich bin kein Chemiker. Das weiß ich jetzt auch nicht. Ich fand den Diogo ein bisschen in die Ecke gestellt und keiner hat für ihn das Wort ergriffen. Und ich bin halt dann so. Ich bin Löwe und ich habe schon immer Gerechtigkeit. Ich war im Internat immer derjenige. Wieso alle auf den? Und so habe ich das empfunden. Und ich kaufe ihm das voll und ganz ab. Und ich glaube, da ist nichts gespielt. Bin ein riesengroßer Fan von John und Florian hier im Format. Mega. Und er hat vollkommen recht. Endlich macht sich hier auch jemand mal für Diogo stark. Dass er kann, also John, so streitlustig ist und Sam herausfordert, damit kommt er genauso gut klar wie die Büchner-Töchter mit einem Feedback-Gespräch. Du wärst dann derjenige, der sich beschwert hat. Wenn er in der Dusche f***t und nicht drauf ausrutsche, wäre ich derjenige, der sich beschwert. Wie kommst du darauf ausrutschst? Der wollte tausend Dinge ausdiskutieren. Wir haben genügend rot-weißes Absperrband, dass wenn jemand heute Nacht sich in der Dusche erleichtert, ich das rot-weiße Absperrband drumherum machen werde und werde ein Schild hinschreiben. Rutschgefahr. Rutschgefahr. Das fand ich auch nett, dass er sagt, bitte aufpassen, wenn es in der Dusche gemacht wird, dass keiner ausrutscht. Weil nachher vergisst jemand, dort abzuspritzen und es hängt überall. Aha. Allein, dass Sam aus der Geschichte so ein Riesenthema macht. Ich liebe dich. Und Matthias greift durch. Er würde das Gebiet am liebsten großräumig absperren. Er hat auch Erfahrung damit. Immerhin sind einige Leute wegen ihm schon ausgerutscht auf seiner Schleimspur hinter Desiree Nick. Kann er machen, mit wem er will, mit mir nicht. Lass mich bitte ausreden. Sehr ich gerne. Werde die Dusche wie eine Ölspur auf der Autobahn sperren. Okay. So viel Bullshit auf einmal. Geiler Scheiße. Du stellst ihn da? Stopp, du stellst ihn als Gefahr. Der Absperrband braucht. Nein. Ich bitte euch, ja, also jetzt ist es dann auch irgendwann mal gut. Im Endeffekt war es einfach total sinnlos. Man muss doch kommen. Der meinte den Vergleich wegen Autobahn. Ja, man kann es doch nicht in der Autobahn vergleichen. Wie soll das unter sich klären? Siehst du dich als Gefahr in der Dusche? Überhaupt nicht. Von kein Knick-Knack-Knick unter der Dusche über John soll es doch irgendwie mal ablecken bis zum Absperrband. Ich glaube, wir hatten wirklich jeden erdenklichen Vorschlag, um diesen Unfall unter der Dusche zu vermeiden. Eine Diskussion über ein wirklich unnützes Thema und alle reden aneinander vorbei. Oder wie Ehepaare sagen, Samstagabend. Man muss doch kommen. Es klingt so herrlich verpeilt und verständnislos. Seinem Drang erstmal nicht nachgehen.
Das ist für Diogo so unvorstellbar, wie für Matthias Mangiapanes Mama ein in sich ruhender und vor allem auch ausgeglichener Sohn. Wollen wir das Zimmer tauschen? Nee, wir tauschen jetzt auch nichts. Zwei Mädels, ja. Aber wenn ich dazukomme, ist okay. Macht dann Spaß. Und die Gefahr einer Duschverletzung bleibt damit auch allen erspart. Mein Vater ist gegangen, wo ich 16 war. Und mein Vater hat immer gesagt, Diogo, ja, hab Spaß. Dass ich auch Gefühle habe und ein Herz. Ja, das erkennen viele, nachdem die mich kennenlernen. Im Endeffekt geht es im Leben darum, dass du glücklich bist. Dass du sagst, ich habe gelebt. Ich habe jetzt nicht verstanden, was das jetzt mit zu tun hat, dass das in jedem Format haben soll. Das hat mir der Vater gesagt. Irgendwas hat er noch gesagt. Irgendwie Junge. Ja, ist eine mögliche Interpretation vom Rat des Vaters. Matthias bekam ja auch immer den Rat, raus in die weite Welt zu ziehen. Hauptsache, es gab zu Hause ein bisschen Ruhe, wenn er weg ist. Von der Duschrutsch-Geschichte jetzt zu einer emotionalen Papa-Geschichte kommen. Also ich habe Trump-Tweets gelesen, die logischer waren. Ich respektiere, wie du bist. Wirklich. Ich darf es aussprechen. Du bist schwul? Ach. Ist okay. Das so? Das kommt jetzt oder, Entschuldigung, homosexuell? Nee, dann werde ich lieber schwul. Ich sag's dir ehrlich, ich weiß nicht, ob das eine Beleidigung ist. Ich will dich nicht beleidigen. Das ist nicht beleidigend. Ja. Ich respektiere jeden Geschlechtsverkehr. Ich respektiere jeden Mensch. Jeder soll das tun, was er will. Ich wollte so dem Sam das erklären auch, dass man einen Menschen richtig kennenlernen sollte. Amen und gute Nacht. Aber genau so sollte man Bumsen respektieren. Nein, natürlich sind es keine Schimpfwörter, aber an die hatte Sam gerade auch gar nicht gedacht. Als Diogo gerade angefangen hat, so rumzustottern, hatte Sam natürlich Angst, er könnte ihn als Kelly-Family-Fan outen. Guck mal, Diogo weiß einfach nicht genau, wie er sagen soll und fragt nach, ob er den Sam verletzt. Finde ich mega. Bisschen schade, dass Sam dann da so komisch reagiert. Also, Diogo, die Sangria-Version von Mutter Teresa, predigt gegenseitigen Respekt. Zumindest dann, wenn es um sein Knick-Knack-Dick-Leben geht. Du weißt, was ein Fürstner ist, ne? Bitte was? Ein Fürstner. Fürster. Der im Wald läuft. Ist es ein Beruf? Ja. Echt? Ja, der für den Forst verantwortlich ist. Ein Forst ist ein ja, so Bauernhof. Wie Wald. Also wie ein Bauer, oder? Also Allgemeinbildung sind wir schlecht. Fürster ist ein Beruf. Ja, klar. Ein Beruf? Ja. Oh Gott, wir haben schon wieder eine Wissenslücke. Das kannst du doch niemand erzählen, ey. Warum sind wir so dämlich? Es gibt auch Förster in Deutschland. Ja? Ja. Ein Forsthaus ist ein Bauernhaus. Da ergeben sich für manche wirklich komplett neue Berufsvorstellungen. Diogo wollte ja eigentlich Sanitäranlagenmechaniker werden, aber nach unzähligen, zu rutschigen Duschen wurde er leider entlassen. Knick-Knack-Knick in der Dusche kann gefährlich sein. Förster ist ein richtiger Beruf. Und morgen lernen sie noch, dass es sogar Menschen gibt, die nicht jeden Tag bis 15 Uhr schlafen können und ihre Kohle mit irgendeiner Insta-Story verdienen. Wir sind ja schon fast ausgebucht im Forsthaus und deswegen, ja, bleibt uns ja nichts mehr anderes übrig, die Sauna oder die neuen Leute in der Sauna abzuliefern. Man sagt, das ist das VIP-Zimmer. Ich würde mir wünschen, dass welche reinkommen, die richtig polarisieren, die richtig einen Schaden haben. Okay. Komm, man kennt mich doch schon. Ich wollte mich doch gerade mal vorstellen. Ja, bin das ein oder andere Mal ein bisschen zu viel ausgerastet. Ich habe mir vorgenommen, was auch so sein wird, dass ich auf jeden Fall in der Show nicht trinken werde. Die Auswahl ihres Spielpartners haben wir für Gina Lisa übernommen. Gina Lisa soll in die Sauna ziehen. Ah gut, das können die anderen nicht wissen, aber Gina Lisa hat von ihrem Arzt eigentlich die Anweisung bekommen, dass sie ihr Gesicht bei maximal 25 Grad lagern darf. Und von offenen Feuerstellen soll sie sich eigentlich auch fernhalten, weswegen eigentlich der VIP-Bereich im Kühlschrank am meisten Sinn ergeben würde. Hi, ich bin Asa und habe bei Germany's Next Topmodel mitgemacht. Ich war dort die Tussi, die Zicke, wo ich am besten punkten kann mit meinem Körper auf jeden Fall. Und mit meinen Haaren auch. Also wenn ich Locken habe, ist es am besten. Wenn ich glatte Haare, geht's auch. Schön und dumm bringt mir beides nichts. Keiner so schön wie ich. Ich werde mit den Sieg holen und keiner kann mich dazu stoppen. Macht mir ja ganz ungeheuerlich. Hallo, Germany's Next Topmodel. Michelle? Nee, also Michelle. Voll eine geile Sache, also genau mein Partner, richtig ausgesucht. Ist Elsa taub? Die Stimme zu hören und nicht in Millisekunden an Gina Lisa zu denken, da hat sie aber echt eine enorm lange Leitung. Oder wie Jasmin sagt, dafür ertrage ich gern das Gitarrengeschrabbel von Philipp. Diese Menschen mit diesem VIP-Bett, die werden denken, es ist ihre Show hier. Wir sind die Letzten. Die Letzten kommen immer zum Schluss am besten. Oder wie sagt man das? Das Letzte kommt zum Schluss. Wie auch immer,
Amen. Alter Scheiße, wer singt die? Also ja, Elsa ist schlecht in Sprichwörtern. Sam kann also sagen, nach seinem Zwilling Matthias wird er dank Elsa endlich zum Drilling. Die letzten kommen zum Schluss am besten. Ist für mich ganz klar ein Satz für die Ewigkeit. Also mit der Texturqualität kann sie auf jeden Fall noch sehr, sehr gut bei Berlin Tag und Nacht durchstarten. Das ist Rampensau. Game Changer. Schmutz. Bitte weiter. Du brauchst mir nicht sagen, ich bitte weiter. Weiter. Ich hab das gerade das Sagen hier. Einfach weiterreden. Okay. Hältst du jetzt deinen Mund? Weiterreden. Hältst du jetzt deinen Mund? Red einfach ich weiter, dann sind wir schneller fertig. In der nächsten Folge sehen wir den großen Showdown zwischen Sam und Elsa. Das wird so episch, dass das literarische Quartett mal mindestens 5 Jahre dafür braucht, um zu interpretieren, was die eigentlich sagen wollten. Und das dürfen wir natürlich nicht verpassen. Deswegen unbedingt ein Abo mit Glocke dalassen. Und ich freue mich sehr, wenn ihr meinem Video einen Daumen nach oben gebt. Die ganzen Folgen gibt es auf Join. Link ist natürlich in der Beschreibung. Tut mir den Gefallen und klickt auf jeden Fall rein. Mega Folge, lohnt sich. Der Streit zwischen Diogo und Sam und dann auch noch John, das ist doch Trash Next Level, oder? Was sagt ihr zu Folge 2? Schreibt es unbedingt in die Kommentare. Folge 1 war schon der Oberkracher. Ihr müsst es sehen, das ist wirklich ein Trash-Spektakel. Wie Sam einfach Jasmin Herren löchert, ist von einer anderen Welt. Und die Büchner-Mama Dani hat hier ihre Runde der Schande beim Promi-Büßen. Wir erfahren, warum sie so schnell in den Dschungel ist. Dann sehen wir uns gleich hier.